die Höhepunkte des Spiels zwischen der MT Melsungen und dem HC Erlangen, der ein erwartet schwerer Gegner wird an diesem Abend in der Rotenbachhalle in Kassel. Rein in diese 60 Minuten, die lange Zeit sehr spannend sind. Melsungen in Rot mit Balenciaga, Kleingruppenspiel über den Kreis Moraes. Zunächst ist es eng und knapp, aber dann kommt eine erste, wirklich sehr gute Phase der Nordhessen. Mit Martinovic, der auf Rückraum rechts zunächst den Vorzug erhält vor Deinis Christopans. Erlangen hält aber gut dagegen. Erste Paraden dann von Simic. Und dann dieser Pass, eines der absoluten Highlights des heutigen Tages. Dieser Konter abgeschlossen von Timo Kastening. Übrigens eines seiner 9 Tore an diesem Abend. Von 9:4 geht's auf 11:5. Zwischenzeitlich zur Pause stand es dann 17:13. Aber Erlangen gibt nicht auf, hält voll dagegen. Und es steht 4-mal in diesem Verlauf der zweiten Halbzeit nur +1 für Melsungen. Überragend, Simon Jepson. Lange verzögert seine Würfe. Auch er kommt wie Kastening auf 9 Treffer. Bisschen überhastet. Und dann die Szene von Nebojša Šilić, der diesen Konter abfängt, lange in der Luft steigt. Und dann spätestens ab der 50. Minute wird die Sache sehr deutlich zugunsten der Gastgeber. Martinovic, eines seiner 6 Tore. Für Erlangen heißt es nach diesem Abend ohne Frage, der Abstiegskampf hat begonnen. Und Melsungen freut sich auf das Topspiel am kommenden Donnerstag in Berlin. Wir haben nicht aufgehört, jeder hat jeden unterstützt. Auch wenn es vielleicht bei dem einen oder anderen in diesem Moment ein bisschen gestockt hat, sind andere Spieler eingesprungen. Und ich glaube, das war heute dann der Ausschlag zum Sieg. Und ich glaube, wir haben über die gesamte Spielzeit quasi geführt und ich glaube, voll verdient gewonnen. Genauso, am Ende ist es für uns, aus unserer Sicht, deutlich zu hoch ausgefallen. Wir hatten in der ersten Halbzeit hatten Schwierigkeiten mit dem Kreisläuferspiel von Melsungen und mit den Gegenstößen. Das haben wir dann zu Beginn der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht, kämpfen uns richtig nah ran, bis auf ein Gegentor und schenken dann eigentlich das Spiel in unsere Unterzahlsituation her. Und jetzt auch am Ende, wo wir zu viele Ballverluste haben und Melsungen dann zu viele einfache Gegenstoßtore geben. Das war mein Highlight vom Tag, wirklich. Wir trainieren das zu machen und ich habe versucht, aber er macht so schnell Pass und dann ich habe gesehen, dass ich kann richtig gute Position finden und einmal so Sprung, aber zu halten mit einer Hand, die Ball war echt gutes Gefühl und dann ist er gelandet wie Superhero, aber echt, das war echt gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl, sagt Superhero Nebojša Šilić. Seine Melsunger gewinnen 32:25 gegen den HC Erlangen.